So, mein Mann, die YouTuberin Bibis Beauty Palace hat gemeinsam mit der Firma Braun eine eigene Edition eines Epilierers herausgebracht. Und ebenso wirbt sie damit, dass man ein Meet and Greet gewinnen kann, wenn man sich einen solchen Epilierer holt oder ausprobiert, wie sie sagt. Und genau da gucken wir einfach mal rein. Psst, mein Geheimnis für glatte Haut? Der sanfteste Epilierer von Braun. Wow, das ist ja glatt. Jetzt in meiner eigenen Edition. Probiert ihn aus und gewinnt ein Meet and Greet mit mir. In dem Werbeclip sagt sie selber, dass das ihr Geheimnis für glatte Haut ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Zielpublikum von Bibis Beauty Palace dieses Produkt eigentlich braucht. In jedem Fall kann man festhalten, dass das Unternehmen Bibis Beauty Palace immer größer wird. Sie hat jetzt mehrere Werbespots in der Vergangenheit für unterschiedliche Firmen mitgedreht, hatte ebenso eine eigene Smartphone-Edition und natürlich die Sache mit dem eigenen Duschschaum nicht zu vergessen. Aus ihr ist, wenn man so will, eine richtige Geschäftsfrau geworden, sogleich man sich nicht sicher sein kann, ob sie das beispielsweise abschätzen konnte, was das für eine Welle an Kritik loslöst, wenn sie ihre eigene Single produziert. Und das, obwohl sie keine Musikerin ist. Von daher würde mich eure Meinung brennend interessieren, wie ihr das findet, dass Bibis Beauty Palace nun wieder in einem Werbespot vertreten ist. Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Der YouTuber Sammy Slimani, oder auch früher Herr Tutorial genannt, hat eine gebrochene Nase und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Er schrieb dazu auf Facebook: Hallo aus dem Krankenhaus, meine Nase ist gebrochen. Ich erzähle euch bald mehr dazu. Aber positiv denken wird schon wieder. Er schrieb dazu noch, dass er glücklicherweise Videos vorproduziert hat. Und diese vorproduzierten Videos waren anscheinend auch vor der Sache mit der gebrochenen Nase. Viele Fans haben ihm gute Besserung gewünscht, aber wollen natürlich auch wissen, was passiert ist. Und Sammy Slimani möchte dazu bald mehr erzählen, aber aktuell hat er es bei dem Post belassen. Und aktuell zu spekulieren, was genau passiert ist, das wären jetzt erstmal auch nur Mutmaßungen, in welchen wir uns womöglich nur im Kreise drehen würden. Man kann nur hoffen, dass nichts Ernstes passiert ist. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.